schöner Tag. Ja, da hätte ich gleich einen Gewinner. Die Bild hat auch immer da solche Gewinner und Verlierer. Und der Gewinner ist der Elmar Brock. Ja, gedenkt, ja, Arsch mit Ohren, aber das stimmt, ehrenwerter Mann. Aber gucken wir mal, was die Bild zu dem Gewinner schreibt. Also, wer auf europäischer Ebene in der Politik etwas bewegen will, braucht ihn, Elmar Brock. Der Westfale ist der Strickenzieher im Europäischen Parlament. Seit 1980 ist der CDU-Außenpolitiker dort Abgeordneter. Seit 17. Juni ist er jetzt offiziell der dienstälteste Europa-Abgeordneter. Bild meint Powerbroker. Bisschen blöder Wortwitz, aber gut. Strippezieher. Früher war das mal schlecht oder zumindest unangenehm, aber der hey, Strippezieher Elmar Brock, da ist mir doch was eingefallen, dass die Bild schon einmal geschrieben hat. Also das hat immer aufgeschrieben. Da kann man ja nicht alles merken. Und vom Januar 2014. Brüssels heimlicher Strippenzieher in Kiew. Der EU-Außenpolitiker Elmar Brock ist zum heimlichen Strippenzieher in der Ukraine-Krise geworden, diskutiert am Maidan mit den Demonstranten und in den Hinterzimmern von Kiew mit den Mächtigen. Das war also mittendrin, wo die ihre Barrikade dort hatten. Und da ist der Strippenzieher Elmar Brock und zieht die Strippe. Das ist gut und schön, aber was hat der dort verloren? Der ist zwar Außenpolitiker, wichtiger in der EU, aber was zieht er durch die Strippe? Das ist doch Ukraine. So, steht weiter im gleichen Artikel. Mehrfach in diesen Tagen ist Brock mit Oppositionspolitiker Vitali Klitschko verabredet. Sie diskutieren immer wieder die Lage, wie die ukrainische Opposition auf die Provokation des Präsidenten reagieren sollte. Also mal abgesehen, dass der demokratisch gewählte Präsident ukrainische wahrscheinlich auf die Provokation von den Radikalen auf den Barrikade da reagiert hat, aber der Brock ist mit dem Klitschko zusammen. Da ist mal wieder, hat es nochmal gelingt gemacht und auf einen Artikel vom Dezember 2013 stoße. Also Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Gruppe der konservativen Parteien in der EU, EVP, wollen den ukrainischen Politiker und Profiboxer Vitali Klitschko durch gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit stärken. Ziel ist, nach Spiegelinformationen ihn zum Oppositionsführer und Gegenkandidaten zu Präsident Viktor Janukowitsch aufzubauen. Und Klitschko und seine Partei erhalte Unterstützung und Geld von der EVP und der Konrad-Adenauer-Stiftung, der CDU. Also die CDU und die Europa-CDU gibt Geld für den Klitschko und dem seiner Partei, dass der da mal ein bisschen Rabatz macht und die Landschaftsparteilandschaften der Ukraine aufmischt. Ja, wer das anders geklappt hat, möchte weiter träumen. Da ist mir noch eingefallen, das ist ja nicht gerade Klitschko. Die Victoria Nuland von der USA, die da Fuck the EU gesagt hat, im gleichen abgehörte Telefonsprech vor dem Umsturz hat sie gesagt, dass der Jazenjuk Regierungschef werden soll und nicht der Klitschko, der Jazenjuk. Ich denke, Jazenjuk, da war doch auch wieder was. Ja, der hat eine Stiftung gehabt und da hat er Partner gehabt. Das war im Internet und die Partnerware von dem Jazenjuk. NATO, US-Regierung, polnische Regierung, irgendwelche Nichtregierungsorganisationen, also alle Russland-Hasser, das
Großkapital war auch dabei, ein paar Banken. Das war alles deutlich zu sehen. Im Internet hinterher war es ein peinlich, aber dem seine Partner war er zu sehen. So, da wird Geld reingesteckt in der Jazenjuk. Da wird Geld reingesteckt in der Klitschko. Und ja, mit dem Ergebnis. In Nuland hat er gerade 5 Milliarden Dollar, nicht Millionen, Milliarden Dollar in den Reingesteckt in den Umsturz in der von der Ukraine. Kunstverzähle sie da, Demokratie, Freiheit, alles war. Ja, was machen sie da? Da stecken sie Geld rein, trainieren irgendwelche Radikale, sagen, was sie zu machen haben. Und ja, hat ja funktioniert. Zum Wohl. So. Und der Stribbezieher Brock war dabei. Neues eingefallen. Dann, da gibt es eine schöne Seite im Internet, die heißt Lobbypedia. Also das braucht ihr eigentlich nicht zu merken. Das schreibt das eh das Wichtigste. Schreibe jetzt nochmal in dem Text da bei dem Video und gebe da den Link auf, braucht ihr da drauf zu klicken und dann macht's Klick. Und habt ihr Lobbypedia. Und jetzt will ich mal vorlesen, was der Stribbezieher Elmar Brock. Was über denn drin steht. Also, Elmar Brocks frühere Tätigkeit für Bertelsmann steht unter schwerem Verdacht, mit seinen parlamentarischen Aufgaben zu kollidieren. In der vergangenen Legislaturperiode 2009 bis 2014 war Brock noch als Berater für Bertelsmann tätig. Ihm wurden dafür zwischen 5.000 Euro und 10.000 Euro monatlich von Bertelsmann überwiesen. Zuvor als Angestellter von Bertelsmann erhielt er bis 2011 zusätzlich zu seinen Diäten als Mitglied des Europäischen Parlaments ein geschätztes Einkommen von 200.000 Euro pro Jahr von Bertelsmann. 200.000 Euro pro Jahr von Bertelsmann. Dann ist er in Rente gegangen, dann hat er kein Einkommen gekriegt, dann kriegt er seitdem die 5.000 bis 10.000 Euro im Monat von Bertelsmann. Ein Wohl auf der Elmar, dass es ihm weiterhin so gut gehen mag. Da wäre die ohnehin fürchterlichen Grund für die parlamentarische Tätigkeit, damit sie nicht geschmiert werden brauchen von irgendwelchen Unternehmen. Da war der Elmar 60, machen wir gleich beides. So, weiter bei Lobbypedia, da haben sie vom Manager-Magazin eine Frage an den Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim, also ein renommierter Staatsrechtler, Verfassungsrechtler. Sie beobachten den Lobbyismus von Berufs wegen schon seit Jahrzehnten. Welches war der krasseste Fall, den Sie erlebt haben? Antwort Hans Herbert von Arnim. Krass sind all jene Fälle, wo Abgeordnete sich noch während der Ausübung ihres Mandats in den Dienst von Unternehmen stellen. Wie zum Beispiel der CDU-Europa-Abgeordnete Elmar Brock, der zugleich Cheflobbyist des Bertelsmann-Konzerns ist. Cheflobbyist. Ja, da freut sich die Bild-Zeitung, für die ist das der Gewinner. Da machen sie ohne Assistenten auf der Seite vom Volk und tatsächlich stehen sie dann Großkapital. War nicht anders zu erwarten, aber der Elmar Brock, da, den trinken wir mal ohne. Das ist ja aber nicht der Unsinn, der da rumrennt. Der Hedge, wo der rumrennt, das ist der Harald Range. Who the fuck ist Harald Range? Harald Range ist Generalbundesanwalt. Stramm-Stefer, den Kerl. Aber der hat sich unsterblich gemacht. Ende 2013 hat er verkündet, da ist er vor das Volk und vor die Regierung da, die zu schützen und da. Da hat er gesagt, dass es keine Anhaltspunkte gibt,
für einen Verdacht, dass die NASA deutsche Telefon- und Internetinhalte überwacht hätte, ausspioniert hätte. Das hat auch kein Mensch behauptet, das wäre die NSA gewesen, also die Nationale Sicherheitsagentur und nicht die NASA, aber das wäre wahrscheinlich, hat er auch gerufen, hey NASA, wenn die Rakete zum Mond schießen und so zeigst, aber sonst nichts damit zu tun hin. Überwacht ja Telefone und Internet in Deutschland, so, nö, ja gut, Verdacht hat sich erledigt. Gut. Das ist der Harald Range. Alter. Halb so später. Da ist schon der Mädel ihr Handy abgehört worden. Der Obama hat sich offiziell dafür entschuldigt, tut ihm leid, angewiesen, dass das nicht mehr passiert. Und gut, da habt ihr dann Deutschland bist. So, jetzt kommt der Krange durch und wieder. Erstmal dauert es ein halbes Jahr, bis er Ermittlungsverfahren einleitet. Halbes Jahr. Wer dann fragt, warum das ein halbes Jahr dauert. So schnell geht es nicht, sagt der Range. Also wenn jeder so schaffe geht wie der, das ist schon Beamter, aber vielleicht dauert das normalerweise 2 Tage, vielleicht 1 Woche, lass gut sein, lass 2 Wochen gehen, aber halbes Jahr, bis der anfängt, mal Ermittlungsverfahren einzuleiten. Also ist schon, ja, gesagt, wenn da jeder so schaffe geht. Jetzt hat er aber den Bock abgeschossen. Also vom Jahr hat er angefangen, noch zu forschen. Jetzt, das muss er lesen, vorlesen. Das klappt zum Grundmensch. Ein Jahr später. Ja, 2 Wochen später, ein Jahr später. Jetzt. Generalbundesanwalt Harald Range hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Ausforschung des Handys der Bundeskanzlerin eingestellt. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Der Vorwurf, amerikanische Nachrichtendienste hätten das Handy abgehört, lasse sich mit den Mitteln des Strafprozessrechts nicht gerichtsfest beweisen, heißt es in der Erklärung der Anwaltschaft in Karlsruhe. Ja. Im Oktober 2013 war ein Dokument aufgetaucht, das in der Öffentlichkeit als Beleg für das Abhören des Mobiltelefons von Angela Merkel angesehen wurde. Es habe sich laut Generalbundesanwaltschaft aber um eine Abschrift, ja, nicht original, eines NSA-Dokuments gehandelt. Sind sie weiter, jetzt sind sie gemerkt, dass das nicht die NASA ist, sondern die NSA. Das Dokument im Original zu beschaffen, ist nicht gelungen. Und doch bei den NASA ruft. Deshalb sei es nicht gelungen, einen Beweis dafür zu finden, dass das Handy der Kanzlerin tatsächlich abgehört wurde. Was sollst du dazu noch sagen? Der Obama entschuldigt sich und die findet da keine Beweise. Also das ist nicht der Dorftrottel von Klein-Gregersdorf, das ist echt der Generalbundesanwalt Harald Range. Da muss was trinken dazu. Momentan sind sie angeblich den Bundestag gehabt. Also die sind nicht mit der Axt rumgegangen, sondern mit dem Computer da halt. Drahte weg oder Drahte dazu und ganz finnisch das. Also wenn der Range da jetzt wieder ran ist, dauert es ein halbes Jahr, bis er sich überlegt, ob er was machen soll. Aber bislang heißt, man weiß nichts, aber es wird vermutet, der Russe steckt dahinter. Jetzt warum der Russe? Warum nicht der Brasilianer oder der Marokkaner oder was auch immer, ist der Russe? So. Weil der Böse des Jahres. Vor ein paar Jahren war es die Chinesen, ich glaube die Nordkoreaner war es auch schon. Entweder der Böse des Jahres oder wenn gesagt wird, oh, der Chines war es, dann kannst du denken, ja, in ein paar Jahren
ganz interessant wäre. Da weiß man, der Chinesisch hat da was Schlechtes gemacht, dort was Schlechtes, dort ist schon gute Ware, man weiß nichts, aber ja, so sehen sie. Aber die Vorstellung, dass dann mal die Tagesschau kommt oder sowas, vorliest und der Bundestag ist gehackt worden, vermutet wird, dass der Ami dahinter steckt. Das, ob es wahr ist oder nicht, das wird man nicht hören. Also diejenigen, die bekannt sind, dass sie alles Mögliche ausgereicht sind, das sind die Amis, aber das kommt gerade raus, wenn es rauskommt. Also, ja. Also denen kriege ich es in der Arsch rein, lasst es im Hals wieder rauskommen. Aber wehe, denen wollen Schwächere ohne sich, dann bloßen sie Backe auf und machen ohne auf dicker Maxe. Oh. Beziehungsweise Digga Sigma. Der hat ja wieder Ohren auf Red Bull gemacht. Jetzt lacht er. Gegen Griechen. Was erlauben die Griechen? Ja, da haben wir ja eine Bild da noch, dass Deutschland und Europa sich nicht abwasser lassen. Und wer werde nicht die überzogenen Wahlversprechen einer zum Teil kommunistischen Regierung durch die deutschen Arbeitnehmer und ihre Familien bezahlen lassen? Ja, die deutsche Arbeitnehmer und ihre Familie. Ne? So geht's nicht. Da wäre da die griechische Arbeitnehmer und ihre Familie da gegen die deutsche aufgehetzt und gegenseitig, aber dass die Arbeitnehmer und ihre Familie der Bank das Geld hinterhergeschmissen haben, das ist echt Red Bull nicht. Internationale Solidarität setzt sich ja anders da. Da hat es gerade der österreichische Kanzler Faymann war in Griechenland und hat sich die Lage hochgeguckt im Krankenhäuser und hat gesagt, also das ist nicht auszuhalten, was die damit machen müssen, da muss was passieren. Und die Rente, die kann man nicht weiter da kürzen, das geht nicht. Da muss was gemacht werden, das Geld reingeschickt werden, nicht abgebunden. Das ist, kann man drüber schwätzen, das ist internationale Solidarität. Also, wer ist denn da für die Schlamassel in Griechenland schuldig da? Da muss doch irgendwelche geben und tatsächlich, es sind die, ja, sagen wir mal die Parteien, die geschmiert worden sind von Reichen und Unternehmern, dass die weniger Steuern zahlen müssen oder gar keine Steuern zahlen müssen und auch noch Subventionen kriegen. Und ja, davor war dann kein Geld mehr für den Staat übrig und für dem sei Ausgabe. Und irgendwann endet es schlecht. Das ist das, was da passiert ist. Mittendrin die Sozialdemokraten von Griechenland, die PASOK, oder Sozialisten, ist das Gleiche. Zu denen hat der Red Bull nichts gesagt. Hey, ihr seid korrupt, ihr lasst euch da bestechen von den Unternehmern, von den Reichen und schmeißt dann das Geld noch hinterher und der Staat hat nichts davor. Da hat er nichts gesagt. Nur kein Wunder. Der macht das Gleiche. Oder sein Vorgänger von der SPD, die haben das Gleiche gemacht. Und es kommt nur das Gleiche raus. Ja, da gibt es sogar die bayerische Jusos. Die haben jetzt allen Ernst das gesagt, Sigmar, das reicht, du schwätsch einen Scheißdreck zusammen. Da nennen sie auch noch Worte, wo der Sigmar, der Red Bull, 2012 gesagt hat, das sage ich jetzt noch. Wer den Griechen jetzt die Solidarität verweigert, na, Brill, riskiert ein Abgleiten des Landes in chaotische oder längst überwunden geglaubte autoritäre Strukturen. Da war noch sein Kumpels und der PASOK da. Die vor ein paar Jahren sind noch über 40% gehabt, jetzt wo die Bevölkerung gemerkt hat, hey, die bescheißen uns doch gerade hin und vorne, jetzt sind sie unter 5%. Tja, drum ist nicht. Wenn sie es bei der SPD auch merken und wenn die auch unter 5% kommen täte, also
War? Schade wäre es nicht drum. Wie Griechenland wird gelochen? Das kannst du nicht vorstellen. Bild vorne weg. Der Bosbach auch noch einmal, die kommen da her und erzählen allen Ernstes, in Griechenland geht in Rente im Alter von 56 Jahren und das ist viel zu früh. Und in Deutschland gehen sie mit 64 in Rente. Da, das haben sie vor längerem schon gesagt. Da hat er gesagt, oh Herr, ihr schwätzt einen Blödsinn zusammen. Gut, da werden sie wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und jetzt glaubt da jeder, dass die mit 56 in Rente geht, die Grieche. So, jetzt haben wir mal die Zahlen rausgenommen. Also OECD-Statistik, denen sollte man ja trauen. Deutschland 64 Jahre in Rente, ist aber auch nur theoretisch, ja, weil es gibt Erwerbsunfähige, es gibt Frührentner. Also Renteeintrittsalter in Griechenland ist nicht 56 Jahre, sondern 61,4 Jahre. In Deutschland ist Renteeintrittsalter genauso 61,4 Jahre. Der Anteil der Rentner in Griechenland beträgt 24,3% der Gesamtbevölkerung. In Deutschland sind 26,0%, also deutlich mehr Rentner in Deutschland als in Griechenland. Und in Griechenland sollte man wissen, dass die keine Sozialhilfe haben. Das heißt, wenn da einer ein bestimmtes Alter erreicht hat, was wird schon wieder machen, schickst du den Kleinen rein. Der kriegt halt entsprechend weniger, je früher er geht, klar. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel 0,9% Hartz-IV-Empfänger über 55 Jahre, Anteil der Gesamtbevölkerung, 0,9%. Die gibt es in Griechenland nicht. Das heißt, also wer da was über Griechenland sagt, Renteeintrittsalter und 56 Jahre, er lügt oder er ist dumm. Oder beides. Also nicht so Stammtischbruder wie ich da jetzt, weil dem wird ja gesagt, wie es ist, sondern diejenige, die es über die Medien verbreite. Da gibt es ja genug, nicht so doof, wird gerade doof gehabt von der Bildzeitung, es gibt da angeblich seriösere. Und jo, was da für Gezeter und Gejammer herrscht bei den Rentnern, wenn es eine Nullrunde gibt, weiß man ja, in Griechenland haben sie Rentekürzungen von 30% und wir sind nicht ein und aus. Und ja, die sollen noch später in Rente gehen, die sollen noch weniger Geld kriegen, wenn sie später in Rente gehen, dann haben sie mehr Arbeitslose im Land. Hilft dann auch nicht. Also es ist zum Verzweifeln. Dann habe ich ein schönes Zitat gefunden und da müsste jetzt rote, von wem das ist. Es geht über die Kreta. Also die Bewohner der Insel Kreta. Grieche auf Deutsch. Also das Zitat. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grunde weise sie scharf zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden und Gebote von Menschen achten, welche sich von der Wahrheit abwenden. Sie sind verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Wege untüchtig. Da haben wir es wieder, das passt doch. Also, immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche, verabscheuungswürdig, ungehorsam und zu jedem guten Wege untüchtig. Das sind die Griechen. Na, von wem ist das? Nicht von der Bild-Zeitung, nicht vom Bosbach, nicht vom Red Bull. Na, von wem könnte das sein? Es ist von der Bibel. Paulus, Brief an Titus. Nicht, dass der Paulus da 15
komplett hinterher geschwätzt hätte, aber da sieht man noch einmal, mit wem man es zu tun hat. Der Paulus. Ich habe ja gesagt, dass ich gucke, dass er selbst mal, dass ich gucke, dass er da das oder andere passende Bibelzitat bringt. Das ist, ja, so geht's zu in der Welt. Aber es gibt noch gute Leute, es gibt nicht nur lahmarschige und Strippezieher, es gibt da Leute, die was Gutes machen und ohne. Nun war es jetzt gar nicht mehr, der hat einen Appell an die deutsche Bundesregierung gerichtet, dass die das Embargo gegen die syrische Regierung, gegen das syrische Volk, dass das beendet werden sollte. Kann man unterschreiben, weil wir auch schon unterschrieben. Und seit 4 Jahren gibt es ein Embargo gegen Syrien. Da kommt nichts rein, da geht nichts raus. Wann die Unterstützung wird mit whatever pension Syrien, Geld nur schicken wird, geht nicht. Es gibt keine Möglichkeit, da irgendwelche Leute zu unterstützen. Mit dem Ergebnis Hunderttausende Tote, Millionen von Flüchtlingen. Das ist die offizielle westliche Politik. Das wird auch von den Medien gut geheißen. Und jawohl, das syrische Volk soll leiden, damit der Assad gestürzt wird, weil es ein Diktator ist und wir sollen Freiheit und Demokratie kriegen. Ja, was mit Freiheit und Demokratie gemeint ist, das sind die gesehen in Irak, das sind sie gesehen in Libyen. Da haben sie auch Freiheit und Demokratie gebrochen. Und das ist in Syrien auch der Fall. Wenn ich ein Syrer wäre und sehe, da werde ich im Embargo ausgerichtet gegen mein eigenes Volk, damit der Diktator gestürzt wird, irgendwas vielleicht. Das ist auch gut, aber wer kommt als nächstes drauf? Ist das dann Kondiktator? Also ist äußerst unwahrscheinlich, zum ohne sehe, was im Irak Libyen passiert. Zum anderen sehe ich die islamistische Horde vor der Haustür da rumrennen. Die Kopfabschneider. Da kann ich ja nicht wieder ein Bier in der Wirtschaft trinken. Jetzt kann ich es noch. Und mein Walder kann auch nicht mehr gerade so was ausgehen. Da muss ich eine Bettlage über den Kopf ziehen oder einen Seeschwitz, damit sie was sehen kann. Das, ja, also lieber den Assad, so schlimm ist er nicht. Und wenn er schlimm wäre, das was kommt, wäre noch schlimmer. Und kein Bier mehr trinken, also. Das geht ja nicht. Und das ist die Politik vom Westen, auch von der deutschen Bundesregierung. Ah, wie gesagt, den Link stelle ich auch rein. Könnt ihr auch gucken, könnt ihr unterschreiben, dass die deutsche Bundesregierung sich mal anders verhalten mag. Ergebnis ist, dass die ganzen Flüchtlinge aus Syrien kommen. Libyen, das ist ein anderes Thema. Und wenn es der Gaddafi noch gibt, käme die auch nicht. Daher, es ist ein Jammer. Und jetzt sind sie auch noch, sind die Amis, ein Akt daraus gemisst. Also das ist offiziell. Und offiziell, das sind ein paar Akte geschwärzt, aber man weiß, es ist ausdrücklich drin, dass die Regierung Obama seit 2012 gewusst hat, dass die IS, Islamischer Staat, kommt und einen Großteil des Landes beherrschen wird und in der Region sich ausbreiten wird. Die Kopfabschneider. Und es sind die gewusst, nichts dagegen macht, im Gegenteil, das ist gut, die brauchen wir aus geostrategischen Gründen. Und lassen wir die gewähren und unterstützen die. Die ganze Radikalinskis vor dem Islamischen Staat waren ja schon islamische Fanatiker. Die sind unterstützt worden von der Golfstaaten, finanziell, militärisch, mit Waffen, mit der entsprechenden Ausbildung. Hat man alles gewusst, es kommen Fanatiker, aber ist gut für Demokratie und Freiheit. Der tote Höfer,
Das ist so ein honoriger CDU-Mensch, der das hat mit der Araber oder der Moslems. So, der kennt sich in der Region aus, der hat sich da furchtbar drüber aufgeregt und hat gesagt, der Obama, das ist der Terrorpate. Die USA überhaupt, gibt ja, was sage ich jetzt, gibt ja Bilder vom Schischinski mit dem Osama Bin Laden, wo die Amis die Al-Qaida aufgebaut haben. Jetzt sind sie IS mit aufgebaut, zumindest nicht groß verhindert. Ja, das ist die Welt, der man lebt, dass er da noch schnelle Bier trinke, sofern man das noch kann. So ist geschwätzt ist, schöner Tag, Prost.